Ayo, was geht, Freunde? Ich bin Steffi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last of Us 2. Weiter jetzt im Start in Dänemark. Wir sind wieder am Start. Hier mit Ellie zusammen und mit Dina. Und. Ja, Mann, Digga. Mal gucken, was wir heute sehen und was wir heute erleben werden, meine Freunde. Ich bin gespannt. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Cat? Habe ich was verpasst? Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Na, ja, drüber springen. Schon mal da andocken. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Ja, Selemi. Ah, meiner Zickzack. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, sehr beeindruckend. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Stabil! Stabil, stabil, stabil. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Ah, oh, Eugene. Ist hier irgendwas? Der war lustig. Oh ja. Ach, guck mal. Munition fürs Jagdgewehr. Auf das wir mit 73 aufbekommen. Versatten werden in Teilen gefallen. Gegenstände. Okay, alles klar, genau. Kann ich mich noch daran erinnern? Hier durch. So, Digga. Bist du zuerst? Komm on. So. What's up, eh? Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Ah, eintragen, dass man sozusagen auch weiß. Komm mal, eine Bowl! Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Ah, die Bon. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Okay, wo können wir uns eintragen? Ein Kalender. Er ist doch relativ sauber. Pistolenmunition, wunderbar. Na, hier. Okay, 28.09.04. 11.30. 19.10. 30.11. 28.12. 16.01. 3.02. Okay. Und fertig. Zweiter, dritter. So. Komm. What's up, hä? Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal.
Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Alles klar. Zu den Pferden. Wir wissen noch Bescheid. Zwiebelisch. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Ah, hier rund, okay. Sieht gut aus. Danke. Zwiebelisch. Ja, zwiebelisch. So. Komm mal mit, Schwester. Rapp an die Pforte, Junge. Oh Mann. Halleluja. Rapzahl. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Die Unterkühlung, ja, scheiße. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, dann sind Vorräte. Ja, komm, lass mal machen. Vielleicht ein paar. Guck mal, ein paar Schrauben. Guck mal, ein paar Mutter, ein bisschen Werkzeuge. Was weißt du über diese? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit heraus. Wir sind die meist an der äußeren Grenze. Okay, Fähigkeiten, okay, geil. Kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Würdest du nicht? Verstehe. Meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht ein mehr Springradius und so weiter. Ach, träum weiter. Hier können wir die ganzen Sachen, hier Schalldämpfer und den ganzen Krams. Er sagt, da okay, alles klar. Riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Zocken, dachte, gammeln, chillen. Ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag Munition. Diese schlechten 80er-Actionfilme. Er fährt voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. So sollte er aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe mitbringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Eric. Dame, Junge. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Ist uns nichts mehr, ne? Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Lass mal noch in das Haus ein bisschen gucken. Gerade für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2?
Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Die billigen 80er-Actionfilme, Alter, feier ich. Was haben wir hier? Okay, das ist ein... Oh, die habe ich noch nicht. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, ja. Ja, nimm mit. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Nee. Ganz bestimmt. Das macht dich so sicher. Kann gut sein, ich glaube aber nicht mehr, Dinge. Alle wie wir sind. Und Tag für Tag nur überleben. Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Oh shit, Alter. Sehr zwiebelig, meine Freunde. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, du hast recht. Okay, rüberspringen? Yes. Oh shit. Da wurde ein Rätsel vielleicht. Bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Na, super. Okay, geil. Ich hab noch zwei. Shit. Da sind welche drin. Die da bloß reingekommen. Muss ich gegen die kämpfen? Digga, wie kommen wir da rein? Ah, da guck mal links. Lena, hier lang. Was ist eigentlich mit den Klickern? Gibt's die noch? Schön mit dem Messer, genau. Ja, die ist ein richtig blutrutziger Killer. Erstmal aufmachen, geht das? Nein, verschlossen. Bei anderen Seiten geöffnet werden, okay, verstehe. Mal ein bisschen schieben. Oh ja, nice. Schön. Okay, was haben wir hier noch? Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Nicht schlecht. Mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. So. Let's go, Dina. Ah, ja, ich dich. Okay. So, zack. Schön. Also dann haben wir hier noch eine Flasche. Stech ihn ab. Okay. Ein Ziegelstein haben wir ja auch. Sind das alle? Ich glaube ja. Sieht so aus.
Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Warte mal, vielleicht hier? Nee. Nee, nee, das geht nicht. Ist hier noch irgendwas zum Aufheben oder sowas? Irgendwelche Werkzeuge, irgendwas Nützliches? Ein paar Schuhe? Komm mal. Warte, hier kann ich was öffnen. Okay, hier ist gar nichts. So. Stimmt. Der Truck. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Na, komm on. Danke. Da, siehst du? Okay, mal sehen, wie wir da reinkommen. Okay. Dina, hier drunter. Entspannt, entspannt. Alter! Oh mein Gott! Nice shot. Ellie, alles gut? Holy fuck! Alter! Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Ja, verständlich. Ist da irgendwas? Bisschen Schere, bisschen dies. Was zum Lesen? Mama, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nichts außer Ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebte. Er überlebt, es tut mir leid. Okay, krass. Was ist eigentlich hier in diesen Kisten drin? Alter, ist hier was Interessantes, Besonderes, was Spezielles? Wahrscheinlich auch nur Müll. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Ich glaube, ich weiß wie. Hier entlang. So. Ja, relativ unspektakulär. Bin drin. Eine Glotze. Mhm. Hey, wichtig. Ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Versorg dich. So. Ihr Rucksack. Medikit. Ah, ich kann mir Medikits machen. Okay, geil. Oder auch Molotov-Cocktails. Naja, das wäre besser. Mach ihn auf. Alles klar. So, wir sind voll mit Leben. Perfekt. Abiete, Junge. Rein in die Junge. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Oh, ganz reizend. Das weiß ich, das habe ich schon herausgefunden. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Hatte hier immer noch ein bisschen was? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erste. Was hier so? Nee, nee, was machst du denn? Was ist das da? Green Place Market, Mitarbeiter des Monats. Was
das hier? Mein Safe. Shotgun-Munition. Pistolen-Munition. Warte mal kurz, ein Safe. Ist hier irgendwo die Kombination? Ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Ah. Juni 2013, was? G06-2013. Nein. Warte mal. 20? Null sechs. Nee. Warte, was stand da? Bin ich behindert? Juni 2013, ne? An dem mein braver Junge. Oder Juli. Was mit Juli, Digga? Ah, okay. Oh shit, geil. Okay, nice. Einfach der Hundmitarbeiter des Monats, Digga, ich bin behindert. Ah, aber ist geil. Feier ich. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh shit. Jeez. Oh fuck, oh fuck. Legen Sie Klicker mit einem Springmesser lautlos, setzen Sie sich an die Gegner ran. Ach du Kacke. Halt die Fresse. Lauf doch, lauf! Ah, Scheiße, einmal verschossen. Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Ja, safe, Digga. Oh, shit. Dina! Hilf mir mal. Komm mal. Kranke Kirke, Digga.
Abete. Okay, warte mal. Ein paar Pillen, bisschen dies. Ich nehme es gerne an. Molotov-Cocktails, ne? Ja, geil. Danke. Sehr schön. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Mittlerweile ja. Ein paar Pillen, sehr wichtig. Hab ich denn jetzt mittlerweile? 63, Alter. Warte mal, Fertigungsmine, was gibt's hier noch? Bewegung in Bauchlage. Bewegen sich dich schneller. Okay, geil. Das ist wichtig. Das kann man echt gebrauchen. Oh, vielleicht reicht der zweite Durchlauf, um alles fertig zu machen. Schauen wir einfach mal. So. Frage ist jetzt wohin? Muss ich ganz kurz gucken. Das muss doch hier irgendwo weitergehen, oder? Muss doch hier irgendwo weitergehen, meine Freunde. Ah, gucke da. Warte, hier ist noch was. So, hier. Oh shit. Gegen Fickviecher, Alter. Nein! Fuck! Nicht gesehen! Da war noch ein Hurensohn. Scheiße. Ja, ich weiß. Ah, stimmt. Molotov-Cocktails haben wir auch. Dann war der eliminiert, sehr schön. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja, Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Okay, auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Ja, Silva, lass mich hier kurz mal ein bisschen umschauen. Hat sie vielleicht Munition oder... Irgendwelche Items. Hier kann nicht nichts sein. Das wäre richtig assi sonst. Guck mal hier. Pistolenmunition. Ich bezweifle, dass wir das an Munition wieder reinkriegen, was wir verloren haben, aber. Wenigstens ein bisschen was an Kugeln, das wäre nicht schlecht. Ich finde es ja cool, dass das Spiel dich nicht so komplett, wie heißt es, ist gar nichts, komplett so überrennt mit so Sachen. Oh, Scheiße.
Sonst ist hier gar nichts mehr, ne? Oh, fuck. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Ja, sehe ich aus wie Superman, Alter? Warte, was ist das denn? Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Los, rüber! Scheiße, ja. Ach so, und dann da nach oben, ne? Okay, gut. Dann mal los. Nicht schlecht. Aber bei mir wird das Seil, glaube ich, 50-fach brechen. Ziemlich windig. Bei meinem Gewicht, Alter. Hier drüben. Alter, Scheiße. Oh. Kommen wir nach. Oh, Scheiße, wie windig, Alter. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Aber sehr windig, Junge. Die armen Pferde, Junge. Dina, wie weit noch? Dina? Na ganz Dina. Toll. Na ganz toll, Alter. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Scheiße. Dina, wo bist du? Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, shit. Fuck. Weißt du, was jetzt selber nicht mehr? Viel zu lang her. Ich gehe einfach geradeaus, da und nach unten, glaube ich. Scheiße, wo bin ich? Oder nee. Nee, du laufst im Kreis. Ich hab keine Ahnung, Alter. Dina! Wo bist du? Ich seh dich! Dina. Ah, da. Oh, Gott sei Dank. Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Oh, shit, Mann. Alter, wie krass, Digga, ich feier das. Ich mach die Tür zu. Warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Oh, fuck, ja. Okay. Sehen wir uns mal um. Ich will immer nachladen aus Versehen, Digga. Aber ich drücke Viereck. Was ist das denn? Eine Tür, die zu ist. Logisch. Sehr hilfreich. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob naja. Kommt man woanders rein?
scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist. Ah, nice. Genau, das wollte ich so. Was ist hier los? Perfekt, viel dieser Dingens, Kirchens. Noch mehr, wo, wann finden wir hier die erste Werkbank? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Das PCs? Serversysteme. Außer Servers, Alter. Die Texturenmatsch da drin. Ja gut, muss natürlich nicht modelliert werden, klar. Definitiv Eugenes Hütte. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Scheiße. Ah ja, passiert. Was willst du tun? Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Tommy hat schon einiges getan. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu ihm. Ja, was hab ich gesagt? Meine Worte, Junge. Eine schicke Bude. Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Ja, Eugene war schon alter Hase, Alter. Guck mal, Mainboard, RAM-Bänke, CPU-Sockel. So. Boah, Digga, das ist ja. Wo ein Generator sein. Normale PCs, Alter. Ganz, ganz alte Boards. Aus wie eine Werkbank, aber ich kann die gerade nicht usen. Hey, da ist der Generator. Ein Generator. Schön. Schon besser. Oh, wow. Ah, jetzt glaube ich, kann ich sie nutzen. Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Ja. Da wollen wir mal gucken. 77 habe ich. Feuerrad habe ich alles. Magazin kapaziert, Nachhaltigkeit. Zielfernrohr. Mir fehlen noch 3, Digga. Pistole habe ich komplett fertig, ne? Stabilität, Feuerrate, Rückstoß, Kapazität, alles gemacht. Okay, ich brauche noch ein bisschen, da kann ich nur noch ein kleines bisschen. Ich habe 77 von 80. Kann ich einen Sniper-Rohr drauf tun? Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hier nicht. Muss gleich noch bitte irgendwas. Ja, muss gleich noch später machen. War jetzt doch 3 von diesen Dingern. Das wär's jetzt gewesen. Oh? Was meinst du? Ah, da, guck mal. Guck mal da. Na los. So, abiete, Junge. Abiete! Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Digga. Furztrocken, das Gras.
Man findet aber bestimmt irgendwas, was noch heile ist. Was ist das denn? Hey, er hat solche Videokassetten. Huh. Klassiker. Smash Brandy's Coach. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Aber Lupo früher auch viel gehabt. Ganz, ganz früher. Auf Kassetten, wie hieß das kleine Arschloch, Alter? Das waren Zeiten, du. Hab ich selber als Kind ab und an auch mal gerne reingeschaut. Das war noch die Zeit vor, des, vor dem Internet. Was ist das denn, Digga? Eine Gasmaskenbombe. Oh, Gott, er war so schlau. Interessante. Ja. Eine Couch. Und da werden sie sich auch gleich ein bisschen vergnügen. Ey, Giants! Ist aber kifft zwar nicht, aber. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Gönnt euch, ihr Team! Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck, gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es. Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Interessant an der Stelle. Sehr interessant. Gönnung, Junge. Gönnung, Gönnung, Alter. So, am Start mit Abby. Oh, shit.
Jetzt gibt's das Switch wieder. Oh Mann. Ist ja was, ne? Okay, dann lauf, Digga. Lauf, oh Mann, sorry. Bewege dich. Alter Schwede. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Digga? Was geht hier? Was geht hier ab? Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Der ist richtig scharf, Alter. Nein, die Mütze. Friss die Mütze, du Hund. Du Hund, ich fick dich, du Hund. Nimm deine Pfoten von meinem Gesicht. Geht. Alles okay? Ja. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Ja, damit. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Wird nichts Besseres sein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt gut. Bleib bei. Ja, ja. Schieß nichts, nicht Schlechtes. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Ja, ja, Digga. Du bist ja Wichser, Digga. Mach auf. Ah, ich kann mich doch daran erinnern. Digga. Fick deinen Mutter, du Hurensohn. Nice. Dein Mutter ist fick. Komm mal ran, hier haben wir nix. Okay. Labert, als ob ich maximal 16 Patronen tragen kann. Das ist unser Ausweg. Wie kommen wir da hoch? Hier, damit. Na, was los, Mädchen, Alter, hä? Nein, ich schaff dich mal wieder ans Fenster. Haltet mir diese Infizierten vorbei. Okay. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte, komm her.
Oh mein Gott, nein, 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 scheiße, nicht gesehen. Ah, du Hurensohn-Klicker, Mann. Nicht gesehen, nicht gesehen, nicht gesehen, nicht gesehen. Scheiß Drecksklicker. Weg, Storm. Soll ich übernehmen? Ich schaff das, halt mir die Infizierten vom Hals! Das ist ja Wahnsinn. Nice. Stark, danke. Den ich erhoben soll. Verpiss dich. Aviete, Aviete, come on. Oh shit. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm! Oh mein Gott! Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Ist da auch jemand? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du Was bitte ist los? Warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras?
Kaum bist du hier. Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Wir übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bindet sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da!
dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Oh mein Gott, das ist jedes Mal aufs Neue so krank, Digga. Ach du Scheiße, Mann. Tommy! Okay, Digga. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal wieder einen Cut. Wir sind jetzt seit über einer Stunde am Start. Ich würde sagen, das reicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play The Last of Us 2. Seid gespannt. Bis dann. Checkt die Bits und verschiedene Zwiebeln und haut rein.